Wir sprechen im Prinzip alle Kunden mit diesem Fahrzeug an, die einen hohen Wert auf Fahrkomfort in Verbindung mit einem außergewöhnlichen Design legen. Klare Linien, diese klaren Formen, diese warmen Töne in der Stoffwelt, im Design. Der Maxia Van wird im ersten Step auf einen Zwei-Personen-Grundriss zugeschnitten sein. Ein großes Augenmerk ist natürlich immer der Schlafkomfort. Deswegen haben wir jetzt in diesem Grundriss direkt darauf geachtet, dass wir 2 Meter Bettenlänge erreichen, dass aber trotzdem alles andere im Fahrzeug ja vorhanden ist. Sprich eine Nasszelle, einen Waschraum, den man voll nutzen kann, eine anständige Küche, Oberschränke. Bei der Gestaltung der Möbel, der Oberschränke in dem Fall, haben wir die Form, die wir haben, so ein bisschen verändert. Das heißt, die Möbelklappe wurde in dem Fall gedreht. Jetzt haben wir noch ein bisschen rumgespielt, um einfach auch was Neues zu bieten, was aber trotzdem noch in diese Produktwelt reinpasst. Die Maxia-Welt verbindet eigentlich das skandinavische, geradlinige Design mit dem Hügelfeeling. Das heißt, es soll gemütlich sein, es soll wohnlich sein, es soll ansprechend sein. Und das in der Kombination mit dem VW Crafter als Basisfahrzeug bietet für uns eine ideale Kombination, um dieses Kastenwagensegment für Offi weiter auszubauen und weiter zu erschließen. Dass der Kunde, der heute von seinem Mittelklassefahrzeug sämtliche Assistenzsysteme kennt, dass er diese Fahrsicherheit und diese Assistenzsysteme auch in dem Basisfahrzeug des Kastenwagens wiederfindet. Von daher eigentlich das bestmögliche Fahrzeug für uns, um in diese Maxia-Welt mit einzusteigen. Diese beiden Sachen, Maxia und VW, also das passt einfach gut zusammen.